Was ist Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen der Markt der Sprache für die Frauen und der Sprache für die Männer? Diese Installation, die ich machte, die Macht der Sprache oder was, hat sich auf die Sprache der Männer bezogen. Und ich glaube ganz sicherlich, dass die, und es hat sich insbesondere eigentlich auf eine Sprache bezogen der Männer, der Politiker und der regierenden Männer, wenn sie etwas sprechen, und das wird sich vielleicht eben jeder bald auskennen, wenn ich auch im Besonderen meine, wenn sie etwas sprechen, die Spur nachher geht weiter, es entsteht ein Krieg, und wenn der Krieg erst in einem halben Jahr entsteht, oder das heißt, die Macht der Sprache zeigt ihre Spur noch lange nach dem Schweigen. Und das ist es. Die Person ist schon lange ruhig und spricht nicht mehr, aber die Spur beginnt dann sich zu zeigen, dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Ich glaube, dass natürlich die Männer in unserer Gesellschaft, so wie wir hier leben, in unserer westlichen Gesellschaft, ich kann viele andere Gesellschaften ja nicht beurteilen oder was, aber allgemein, was ich weiß oder was weiß auf dem Planeten oder was, dass die Männer natürlich viel mehr Macht haben in der Sprache. Man braucht sich ja nur die ganzen Reportagen anschauen oder die ganzen Übertragungen von Parlamenten, von Sitzungen, die UNO-Sitzungen oder dies oder jenes. Es wird einem gruselig, dass da immer nur Männer drinnen sitzen und hier und da in einer dritten Reihe, in einer fünften Reihe sieht man dann einen weiblichen Kopf, und man ist sich da gar nicht so sicher, warum der überhaupt da drinnen ist. Also man muss ganz klar sagen, dass es bei den Männern natürlich das Medium ist, sich auszudrücken und auch die Macht auszudrücken durch die Sprache und durch dann die Spuren oder durch das Resultat der Sprache. Also da sind die Frauen schon sehr stimmlos noch immer. Was diese großen Apparate anbetrifft, ja. Over. Danke dir. Wir haben jetzt noch auf jeden Fall eine Frage und unser Techniker e-mailt gerade, dass wir die Brücke doch ein bisschen länger haben. Also vielleicht noch 5 Minuten. Ich möchte das Wort an Vasa weitergeben und zwar Erin und Dorothy, bitte. Also manche Themen ihrer Kunst sind offensichtlich schockierend. Also war es ein Ziel ihrer Kunst in den 70er Jahren, das Publikum zu schockieren? Und hat das Publikum eine besondere Reaktion oder besondere Reaktionen auf ihre Kunstwerke gehabt? Und wenn ja, wie haben Sie dann als Künstlerin wiederum auf die Reaktion des Publikums reagiert? Und auch ich möchte ein bisschen auf seine Publikum wissen und ich meinte, welche Unterschiede gibt es zwischen ihren gegenwärtigen Kunstwerken und ihren früheren Kunstwerken und auch ihren gegenwärtigen Publikum und früheren Publikum? Und ist es heute schwer, ihr Publikum zu inspirieren und zu stimulieren? Vielleicht muss man als erstes sagen, wenn ich zu der ersten Frage gehe oder was, wie das Publikum darauf reagiert hat oder wie das Publikum war. Es gab für viele dieser Arbeiten, aber jetzt nicht nur von mir, sondern auch von anderen, kein Publikum in dieser Zeit. Es war niemand da, es war eine ganz kleine Gruppe und diese kleine Gruppe hat natürlich ein Verständnis gehabt für diese Arbeiten, ja. Aber es gab kein Publikum. Die Reaktion drauf oder was, das war die Gesellschaft und das ist kein Publikum. Die Gesellschaft hat darauf reagiert und hat sich ablehnend diesen Aktionen oder diesen Arbeiten verhalten, weil ich Künstlerin war, Feministin war und als Künstlerin auch nicht einzuordnen war in eine normale oder herkömmliche oder traditionelle Kunstgeschichte wie damals. Wenn man jetzt das vergleicht mit heute, muss man sagen, heute gibt es ein Publikum, weil sich die Zeiten geändert haben, weil diese Leute, die da so mal gegen die Sachen, gegen diese Kunstströmungen waren, gegen den Feminismus waren, gegen die Performance-Kunst waren oder was älter geworden sind, ruhiger geworden sind, sie halten den Mund und es kommen Jüngere nach,
die dazu sprechen und es auch wissen wollen, mehr, was dahinter steckt. Dadurch gibt es jetzt auch ein Problem.